everybody's heard about the bird. Oh my God, this is Surfing Bird by the Trashmen. This is my favorite song of all time. Well, a bird, bird, bird. The bird's a word. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Well, a bird, bird. The bird's a word. Well, a bird, bird, bird. The bird's a word. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Moin Jungs, da bin ich wieder. Und heute wieder mit am Start Matze 80 HD, schärfer als die Realität und voll der alte Vasenschubser. So, wie ihr im Hintergrund seht, sind wir noch fleißig am Üben für das Video, das jetzt gleich kommt. Und ich zeige euch gerade mal, wie das geht. Also der Glitch ist total sinnlos und ja, braucht eigentlich kein Mensch, aber ich finde ihn so lustig, dass ich ihn euch zeigen muss. So, ich zeige euch gerade mal auf der Karte, wo ihr es machen müsst oder könnt. Also wir haben es dort unten gemacht. Ich denke aber, es funktioniert bestimmt an mehreren Stellen. Wir hatten jetzt nicht die Zeit, um die mehreren Stellen abzuklappern. Auf jeden Fall dort unten an der Karte. So, und dann müsst ihr Richtung Wasser laufen an der Stelle, bis der Holzbalken kommt. Und dann müsst ihr so ganz langsam vorlaufen, dass eure Füße quasi an dem Holzbalken bleibt oder bleiben, dass ihr nicht mehr drüber laufen könnt. Also das merkt ihr auch, wenn ihr dann den linken Stick nach vorne macht, dann bleibt ihr einfach stehen. Und dann wisst ihr schon mal, okay, fast alles richtig gemacht. Und dann müsst ihr einfach den linken Stick in Richtung Wasser, in dem Fall nach vorne, und Viereck drücken für reinspringen ins Wasser, also Köpfer. Und dann macht er den Köpfer, aber weil er nicht über den Holzbalken kommt, weil er unten hängen bleibt, der Hobbit, dann knallt er mit dem Kopf direkt auf den Holzbalken und es passiert sowas. Also hammerlustig. Also ich feiere den Glitch wie Sau und deswegen habe ich ihn gebracht und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst doch eine Bewertung da und schreibt das in die Kommentare. Ich freue mich auf jedes Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also Jungs, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.